Hi und willkommen zu meinem Video. Also, Leo denkt sich jetzt wahrscheinlich auch schon so: Starr mich nicht mehr an, ich habe zu tun. Ja, ich habe gerade ein, glaube ich, 5-Minuten-Video aufgenommen, in dem ich nichts anderes gemacht habe, als Leo dabei zu filmen, wie er Pellets frisst. Und kein Heu. Und nicht an seinem Leckstein rumleckt. Es gibt so Tage, da hat man irgendwie so eine komische Art an sich. Da ist man irgendwie total im Arsch, könnte man so sagen, wenn man es so will. Ja. Und heute ist irgendwie so mein Tag. Ich bin so ein bisschen au. Wieso sagt einem das eigentlich keiner, dass wenn man das Haargummi zu lang drin lässt, dass es dann plötzlich so voll krass hier tut. Mann, das sollte man Leuten echt, das sollte man auf Haargummipackung draufschreiben. So, dann ist zumindest mal die erste Hälfte wieder raus und dann die obere Hälfte, damit ich nicht aussehe wie Bolle noch drin lassen. Ja, okay, gut. Ich wollte mit euch über etwas reden. Etwas, was ich jetzt gerade voll vergessen habe, was es war. Ich wollte aber auch noch über was anderes reden, also nehme ich das. Also folgendes: In letzter Zeit kriege ich sehr oft zu hören von verschiedenen Quellen, dass ich doch mehr raus sollte, dass ich wieder mehr unter die Menschen sollte, dass ich wieder mehr am aktiven Leben teilhaben sollte. Wie kann man es denn noch formulieren? Dass ich wieder Teil des ewigen Kreislaufs des Seins sein soll. Kann man das so sagen? Muss man das so sagen? Sollte ich mir die Haare waschen? Tja, weiß man alles nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist mir dabei etwas sehr Interessantes aufgefallen. Also zum einen habe ich es von meiner Oma zum Beispiel gehört. Ich habe es auch von meinem Arzt gehört. Dann nochmal von meiner Oma. Und dann nochmal von meiner Oma. Und dann nochmal aus anderen Quellen. Und dann nochmal aus anderen Quellen. Und ja. Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen. Und das ist mir dann auch wirklich nach geraumer Zeit auf den Keks gegangen. Wann immer die Leute einem sagen, man soll doch wieder mehr aktiv sein, man soll mehr rausgehen, man soll mehr am Leben teilhaben, wie auch immer sie es formulieren, es kommt ja immer aufs Gleiche raus, geh raus und sei gefälligst normal. Also bei meiner Oma weiß ich, dass es nicht so gemeint ist, aber es kommt so rüber in dem Moment. Und wann immer ich das dann so höre und wann immer ich das dann so, werde ich sauer. So langsam werde ich ja wirklich sauer, weil ich finde es unfair. Ich finde es wirklich unfair. Die Welt hat 2,5 Jahre leben müssen, wie ich jeden Tag lebe und fand es grauenhaft. Ja, ich kenne keinen, der sich nicht beschwert hat über den Lockdown, der sich nicht darüber beschwert hat, dass er jetzt zu Hause bleiben muss, dass er keine Kontakte hat. Da kenne ich wirklich keinen. Selbst meine Eltern haben sich ständig darüber beschwert, dass die Ausgangsbeschränkungen waren. Und es war 2,5 Jahre Leben, wie ich lebe. Und haben die meisten als die Hölle empfunden. Und jetzt stehen dieselben Menschen hin und stehen vor mich hin und verlangen von mir, dass ich meine Lebensart, für die für mich gut ist, ändern soll. Bloß weil sie der Ansicht sind, dass die nicht gut sei, weil die ist ja nicht, entspricht ja nicht der Norm, ist ja nicht das, was alle machen, was übrigens noch lange kein Indikator dafür ist, dass etwas gut ist. Nur weil es viele machen, heißt nicht, dass es besser ist oder dass es deswegen irgendwie etwas ist, was man unbedingt machen muss. Wenn alle den Berg runterspringen, musst du ja nicht hinterher springen, so das Bild. Aber auf jeden Fall haben die meisten von denen das nicht ausgehalten und jetzt wollen dieselben Menschen, die, als es ihnen befohlen wurde und ihnen aufgetragen wurde, macht es doch anders, macht es doch so und so, wollen mir erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Fällt mir so immer mehr auf.
Ich habe auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, aber es kommt halt immer wieder gerade auf. Ja, was mir halt auch daran auffällt, ist, jeder will in mein Leben reinreden, weil er besser weiß, was für mich gut ist. Und das ist so das Ding. Es ist so dieses, nicht mal, ich werde nicht mal gefragt, ob das für mich, ob ich das als für mich in Ordnung befinde. Oder die meisten Formulierungen sind so Sachen wie, ja, da draußen in der Welt, da ist doch alles und da überleg mal, was du da alles verpasst. Ja, was verpasse ich in der Welt da draußen, die für mich nichts zu bieten hat, was ich nicht auch in meiner Welt für mich zu bieten habe? Jetzt kommen natürlich die meiste Aussage mit, ja, soziale Kontakte. Ich bin Autist, ich will keine sozialen Kontakte. Dann das nächste ist Entertainment. Ja, soll ich zu einem Konzert gehen oder was? Mir die Ohren wegballern lassen und dabei yay singen oder was? Soll ich zu einem Eishockey-Spiel oder soll ich zu irgendwelchen Veranstaltungen, was mir keinen Spaß macht? Also im Klartext rausgehen, nur zum Rausgehen, damit man Entertainment hat, das einem mehr oder weniger dann danach dazu bringt, dass man dann wieder 5 bis 10 Tage in der Wohnung drin hocken muss, weil man voll fertig ist mit der Welt. Ich glaube, das ist eher so kontraproduktiv. Also ich habe da nicht so das Gefühl, dass das die Lösung ist. Oder Mama, was fällt dir noch ein, was man in der Welt da draußen haben könnte, was ich nicht hier drin haben kann? Weil mir fällt da nicht mal was ein. Ja, das ist ja interessant. Meine Mom sagt jetzt gerade, ihr fallen tausend Sachen ein. Und ich muss mir. Ja, aber deswegen geht man doch nicht raus. Echt? Ja, gut. Ja. Also wegen dem Waldspaziergang. Weiß nicht. Naja, also meine Mom sagt, ihr fallen tausend Dinge ein, warum sie rausgeht. Tausende von Dingen. Ohne Trost drüber nachzudenken. Und mir fällt gerade mit viel Mühe und Nachdenken nicht mal 5 Dinge ein. Also ich finde, das zeigt dann den Unterschied. Weil, wenn ich mir überlege, wenn ich Abwechslung möchte oder irgendwas verändern möchte, dann fange ich halt ein neues, anderes Computerspiel an. Wo dann die meisten sagen würden, ja, aber das ist doch nicht die Lösung. Aber es ist für mich was, was ich lieber mag. Oder wenn ich irgendwie eine Abwechslung Markt möchte. einkaufen. Mom, ich weiß nicht. Also ein Markt zum Einkaufen ist nicht meins. Nee. Ja, und Mama, ich versuche ein Video zu drehen. Zum Kochen kann ich auch drinnen bleiben. Ja, aber das mache ich doch eh online einkaufen. Also warum soll ich rausgehen, um mir ein Spiel zu kaufen, das ich mir auch von Amazon liefern lassen kann? Weil alleine ich gehe in den Laden, ziehe 300 Hosen an, um die Hosen angezogen zu haben, ich weiß nicht. Das ist doch voll die Zeitverschwendung, oder? Ja, ich weiß, ich mich selber auch nicht. Meine Mama hat gerade gesagt, sie versteht mich nicht. Bei ihr war akustisch gemeint, aber ich verstehe mich ja selber oft nicht. Nee, aber es ist halt einfach, wenn dir nichts einfällt, warum sollst du dann etwas tun, was für dich wieder der Natur ist. Es ist für mich wieder meiner Natur, rauszugehen. Und so heißt es nicht eigentlich leben und leben lassen. Also warum nimmt sich jemand raus, zu entscheiden oder zu sagen, dass mein Lebensstil für mich nicht die beste Variante ist? Ich meine, für jeden anderen ist es vielleicht nicht die beste Variante. Und ich würde mir nie rausnehmen zu sagen, dass andere doch mein Lebensstil leben sollten. Nein, jeder soll so, wie er es für ihn am besten ist, so wie er es mag. Aber es ist halt auch einfach so, dann lasst auch mich so leben, wie ich es möchte. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu zu sagen habe, so auf die Schnelle.
Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt oder ob ihr da Lösungen dafür wisst. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an ibell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.